Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play The Sims 4. Ja. Yeah. Ne? Ja. Ich sag dazu gar nichts. Ah, es ist alles hoffnungslos. So, alle haben schlafen hier. Grievous und Andy sind zu Hause. Und die können das Geschirr aufwaschen. Ja, ist ja unfassbar. Was war der denn da? Na, eigentlich ist die große Frage, was ja, Andy da macht, aber. Aha, $112. Kann man sich davon jetzt. Kann man sich davon jetzt ein Waschbecken kaufen? Nein. Denn nein, gibt's noch nicht. Also kein Küchenwaschbecken. Und dadurch haben wir natürlich nichts. Was macht der? Joghurt essen. Warum? Was gehen die denn alle auf den Balkon? Es ist unfassbar. So. Wow, 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 es gibt Kochen. Wow, die können kochen einen Salat. Nee, machen wir aber nicht, weil es ist zu teuer. Deswegen wird eher Joghurt gegessen. Axe schläft. Was macht er? Steht hier rum. Hat er tatsächlich abgespürt? Ist ja der Hammer. Oh, hier kannst du die Chips von Nico essen. Was macht er? Er isst sich seinen Salat, ne? Ja. Der ist noch weiter am Schlafen. Ich bin auch am Schlafen mit meinem roten Seidenschlafanzug. Und hier fängt alles an, relativ normale Wege zu gehen. Mensch. Das ist ja Wahnsinn. So, muss irgendjemand duschen? Nein, die müssen alle nur schlafen, wenn schon. Bett. Nico hat $63 nach Hause gebracht. Das ist ja der absolute Hammer. Davon können sie sich nicht mal ein Bett leisten. Aber das macht ja nichts. Andy kann höchstens im Müll spielen. So. Mhm. Nico geht mal duschen. Bevor hier die Hygiene. Was ist denn jetzt passiert? Okay. Ich frage einfach lieber nicht. Ja, ja, unser Ältestenrat unterhält sich da mal. Goom macht Dinge und muss pinkeln. Ja, dann macht das doch mal. Nico verschwindet sogar vom Bart. Ja, Nico kann lieber über Karriere lügen. Wohnen ja auch nur im selben Haus, ne? Wissen ja nicht, wer was macht. Er kann sich auch selbst eine Geschichte erzählen, wenn er sonst niemand hat. Was? Goom putzt freiwillig die Toilette. Ja, ist ja unfassbar. So, hier, fresst ihr doch nochmal Cerealien zum Frühstück. Nee, wen haben wir denn? Nico haben wir da. Nico! Nico, ess doch mal was. Was ist denn jetzt mit dir passiert? So. Weißt du, diese Schlange stehen alle an dieser
Ja, Annie muss duschen. Das ist klar, das ist ein Standardzustand. Oh, oh, oh. Dem geht's sogar ganz gut. Bis auf, dass er... Ein Simpsons hat sich schon keinerlei soziale Aktion ausführen lassen. Ist, ja. So, minus 3 Dollar. Weshalb denn das jetzt schon wieder? Hast du jetzt gegessen? So, dann kannst du ja jetzt duschen gehen. Kochfähigkeit, wie sie alle kochen. Hat er gerade in der Dusche gepinkelt? Wieso ist die Blase wieder voll? Andy hat in die Dusche gepinkelt. Ja, Andy. Das, führen wir nicht weiter aus? So. Boah, du kannst zu Frühstück auch mal was essen. Hier Cerealien nochmal. Ich habe auch nur Hunger eigentlich. Ich mache mir irgendwas zu essen. Gartensalat. Einen schönen Gartensalat zum Frühstück, das macht doch jeder. Jau. Hätte ich auch morgens einfach mal so gar keine Lust zu, ne? Mist. Oh, was ist mit Grievous los? Ach, der geht zur Arbeit. Ja gut, das könnte Sinn ergeben. Ach ja. Ey. Ess den! Du hast doch Hunger! Ja, wir schicken den nochmal allein zur Arbeit. Exe geht zur Arbeit. Ich glaube, du Goom bleibt, ne? Goom und Nico. Dann kann Goom sich ja schlafen legen. So. Dann haben die auch mal alle wieder Energie. Unfassbar, dass das mal eintritt. Ja, jetzt werden die auch noch angerufen. Lektion sprunghaft. 128 Dollar. Was macht er denn jetzt? Ach, zur Arbeit gehen. Ah ja, das ist natürlich vielleicht sinnvoll. Und ich fällt gerade so auf. Das ist zwar ziemlich unwichtig, aber... Das Badezimmer braucht andere Kacheln. So. So, das halten wir. Wie teuer ist denn so ein Bett? 300 Dollar. Okay. So, Grievous ist nach Hause, der kann schlafen gehen. So, als nächstes brauchen wir Sachen, die Spaß bringen. Wir haben jetzt 500 Dollar nämlich. $500, was macht Spaß? Ist die große Frage. Uiuiuiui. Vielleicht ein Fernseher? Ich weiß nicht, wie teuer sowas ist hier. 275, 500. Ja, das ist vielleicht ein bisschen teuer. Das ist vielleicht wirklich ein bisschen sehr teuer. Eine Kavun-Box. Ja. Das geht auch. Musikanlage, die kannst du in die Küche stellen. Dann könnte ich sich nämlich noch ein Bett leisten. Okay. Und hier den Boden ein bisschen ausbauen.
Haben wir auch kein Geld mehr. Sehr schön. Das mit dem Haus ist irgendwie schief gelaufen. Fällt mir gerade mal so ein. Ich habe den falschen Boden genommen. Ich habe kein Geld. Mist. Ah, okay, das ist nicht so weiter schlimm. Ah. Ist das Andi? Ah, die kann schlafen gehen hier. So, die legen sich jetzt zwar. Ach, Exe muss sich gar nicht schlafen legen. Exe hört bestimmt Popmusik. Und tanzt dazu. Im Müll. Na, wenn das mal nicht passend ist. Der tanzt ja. Ist ja der Hammer. Ja. Auf jeden Fall, Exe. Wuft. So, oh, haha, das nächste Möbelstück kann gekauft werden. Ist es nicht genug Geld für eine weitere Theke? Dann ist die. Warum? Ist das nicht. Achso. Achso. Huch, falsches Stockwerk. Okay, perfekt. Gut, was können die sich denn dann jetzt kaufen für das Geld? Müssen die sich überhaupt was kaufen, ist die Frage. Es sind 4 Betten. Ist es für Spaß da? Nö, dann sparen wir mal lieber. Der kann erstmal duschen gehen. So. Exe tanzt sich dahin ab. Schön, dass die mal alle schlafen. Dann sind sie auch alle mal ruhig. Och, Andi. Hast du wieder Hunger? Musste was essen. Hier, Joghurt. Was? Getränkeknappheit. Das Spiel fängt bald an, aber die Lieferung des Sportgetränks Power Wim ist noch nicht eingetroffen. Soll Maxi einfaches Wasser servieren oder improvisieren? Er improvisiert. Maxi mischt ein Getränk aus Salz, Zucker und Früchten. Die Goomnade ist überraschend wohlschmeckend. Das Team ist begeistert. Ja, ne? Da hast du dein eigenes Essen. Ich frag einfach nicht. So, Hunger. Schnelle Mahlzeit, Chips. Warum geht denn das mit dem Spaß so langsam nur? So, oi, oi, oi. Wie, es stinkt schon. Gut. Was man vielleicht kaufen könnte, genau. Mülleimer. Das wäre doch mal was. Ein Nasszellenmülleimer? Ne, der muss nicht sein. Hier in schwarz. Dann kann. Nein. Ich weiß, ich bin offline. Ich habe nicht mal Internet. So. Kannst du mal die Wohnung aufräumen hier? So. Und wischen. Hier, putzen kannst du auch noch. Der schläft. Der schläft auch. Er schläft. Du schläfst nicht, aber der frisst. So, wenn es dem gerade noch so gut geht, warum reparierst du dann nicht auch noch den Kühlschrank?
So, der nächste hat Geld nach Hause gebracht. Nico kommt nach Hause und muss gleich erstmal was essen, würde ich sagen. So, und du reparierst den Kühlschrank, das ist sehr gut. Aha. Was ist das? Teile plündern? Was ist das? Aha. So, Abendessen servieren. Wir machen mal hier einen Gartensalat für alle. Können sich auch alle was zu essen nehmen, einfach. Nico steht hier rum, nervt nur. How you say it? Tuba boy, yo. Na, wunderbar. Boom hat die Dusche zerstört. Hallo? Was ist denn da oben los? Achso, die essen. So. Ich hoffe doch mal, ich gehe mal gleich auf Toilette, oder? Na ja, raus. Ach, Grievous. So, was ist mit mir? Ich könnte mal langsam schlafen gehen. Tja, Nico, das war wohl zu langsam. Ja, ne, direkt nach dem Aufstehen haut sich Grievous erstmal. Achso, Grievous muss auf die Toilette. Ich fragte mich schon, was ist denn da jetzt los? Hä? Nein, du solltest was zu essen nehmen. So, was macht Nico denn jetzt schon wieder? Der muss auch auf Toilette. Sehr gut. Na, toll. Du kannst auch ein bisschen tanzen. Und Grievous, du musst gleich mal duschen gehen. Wenn Andy fertig geduscht hat. Eine unrealistische Situation. Und Exe muss auch gleich noch duschen. Ach du meine Güte, alle müssen sie duschen. Und Nico könnte mal langsam schlafen. So, wie lange braucht Andy denn bitte schon zum Duschen noch? Du sollst dir spielen, du sollst dir was zu essen nehmen. Wir müssen uns auch schon duschen. Mensch, Mensch, Mensch. Ich glaube, ich brauche halt einfach dringend ein zweites Badezimmer. Gun schläft, Exe isst. Grievous duscht. Andi steht draußen rum. Dem geht's aber sonst gut. So, hier. Uah. Exe muss in der, bei der Arbeit sein, aber eigentlich müsste er noch duschen. Naja, gut, das macht nichts. So, Andi taut jetzt die Tänze raus. Bist du mittlerweile aufgewacht? Du musst nämlich zur Arbeit, mein Junge. Doch, das Essen aussortieren, was? Ja. So. Alle sind bei der Arbeit. Alle. Die restlichen beiden, die noch da sind, schlafen. Ja. Nico schläft mit Boom. Und damit zur nächsten Folge. Tschüss.